Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen bei einem Beitrag zu Buchstadt-Skandal-WM. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Ich spreche heute über einen Buchtipp, der mich, ich glaube, schon knapp 4 Jahre immer mal wieder verfolgt. Es ist Frauen dürfen hier nicht träumen. Mein Ausbruch aus Saudi-Arabien, mein Weg in die Freiheit von Rana Ahmad. Ich habe das Buch 2018 gelesen. Es war für mich auch ein kleines Highlight. Ich habe immer mal wieder darüber nachgedacht. Ich habe es nur in E-Book-Form hier. Ich habe aber den Weg von Rana Ahmad auch ja, so ein bisschen digital verfolgt. Ich hatte sie vorab schon in einer Dokumentation gesehen, wo sie über ihren Weg gesprochen hat. Ich verlinke euch auch meine Bücherwoche dazu unten in der Infobox. Ja, wir haben hier ein junges Mädchen. Die junge Rana ändert sich mit 10 Jahren auf einmal ihr ganzes Leben. Sie war vorher ein sehr freigeistiges Kind. Dürfte das auch sein. Und dann wird sie aber in die Scharia hineingedrängt, besonders von ihrem Großvater und auch von ihrer Mutter, die sehr religiös sind. Und es ändert sich komplett ihr Leben. Frauen dürfen ja dort in Saudi-Arabien nicht mehr alleine heraus. Sie müssen immer in männlicher Familienbekleidung sein. Sie wird dann auch noch jung verheiratet. Zudem passieren auch noch andere sexuelle Übergriffe. In Saudi-Arabien herrscht die Scharia als Regimevorgabe. Es ist sehr konservativ, es ist sehr frauenfeindlich. Und so muss eben Rana jetzt erwachsen werden. Rana muss irgendwie ein Leben bestreiten, was gar nicht ihren Gedankenidealen, wie auch immer, entspricht. Sie wird hier hineingezwungen in ein System, in das sie nicht passt. Sie begibt sich dann auf die Flucht aus Saudi-Arabien und wir können sie sowohl in Saudi-Arabien als Kind, als Jugendliche, als junge Frau begleiten. Und dort hatte ich den ein oder anderen Kopfschüttelmoment, denn ich konnte ihre Frage, wo ist Gott, wo ist Allah, warum sollte sie die Böse in diesem System sein, absolut nachvollziehen. Eine Frage, die wir uns als moderne westlichen Frauen oder Menschen bestimmt auch immer wieder stellen. Dennoch merken wir ihren Optimismus, ihr Ziel, ihren Wunsch nach einem besseren, freieren, unabhängigeren Leben. Und das kann ich absolut nur unterstützen und nachvollziehen. Mich hat ihre Geschichte sehr berührt, sehr bewegt. Nicht, dass mir nicht klar wäre, wie es Menschen in Saudi-Arabien, afrikanischen Ländern und so weiter geht, die unter der Scharia leiden. Aktuell kann man es ja auch ja, jeden Tag in den Nachrichten, wobei da fehlt es ein bisschen, auch beobachten, was sich in anderen Ländern tut. Und ich glaube einfach, dass das hier ein wichtiger Schritt war für Rana und für alle Frauen, die hier ja unterdrückt werden, nicht ihre Freiheit genießen können, dass hier eben Stimmen auch hochkommen und man darüber spricht. Von mir ein wichtiger Buchtipp, der, ja, denke ich, gefühlt eigentlich von allen gelesen werden müsste, wo man sich viel Optimismus herausnehmen kann, aber natürlich auch die Tragik der Reichweite dieser Scharia-Regime-Vorgaben dann auch bewusst werden. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaut gerne in die Infobox zum Blogbeitrag und die anderen Buchtipps, die da noch folgen werden. Und macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.